Ich sag's nochmal für alle, die gerade zugeschaltet haben. Attention, attention. Jo, es folgt ein neues Rowing Boats Video. Row, row, rowing boats are sweet. Buy one, get one hour of free. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rowing Boats. Ich habe vor ein paar Wochen so eine schöne Kinderarmbrust gebaut und habe mir dann so gedacht, geht das nicht größer? And this is what I came up with. Let me show you it. Egal. Ich stelle sie euch einfach mal vor. Das ist ein ganz, ganz alter, ganz einfacher Abzugsmechanismus. Und zwar wird die Sehne hier über diese Kante eingehangen, die ich noch mit Horn verstärkt habe. Und dann kommt von unten so ein Stift und stupst die einfach drüber. Hier vorne habe ich so 2 mm Flachstahl genommen, habe den mit einem Zopf gewickelt und noch Robinie dazwischen, dass der Bogen nicht so belastet wird. Und ja, eine Dacron-Sehne, eine Endlos-Dacron-Sehne gemacht mit 21 Strang. Den Pfeilniederhalter habe ich aus einer Maurerkelle gemacht, aus einer alten. Und im Prinzip ist hier einfach nur eine kleine Achse drin. Hier ist ein Stopper drin, dass der nicht weiter runter gehen kann. Und hier ist eine Achse drin, die den Stift lagert. So. Dann habe ich den Pfeilniederhalter noch in so einen kleinen Flachschnitt reingebracht, dass der nicht links und rechts weg kann. Und der Rest ist eigentlich nur ein ganz normaler Schaft. So einfach kann man eine Armbrust bauen. Da ist ein 170 Pfund Bogen drauf von der Jaguar. Also ein Ersatzbogen, den jeder kriegt. Ich habe nicht alles aufgenommen, aber ich werde euch jetzt das Material zeigen, was ich noch habe. Aber also den Hauptbau von dem Schaft habe ich halt nicht mit drauf. Aber die Anpassung von der Mechanik und sowas alles, naja, ihr werdet das ja dann sehen. Viel Spaß beim Video und ja, Bierchen auf und genießen. So, also wie gesagt, ist ein ganz einfacher Mechanismus. Das ist der Abzug und der stupst die Sehne praktisch über diese Kante. Ihr müsst halt nur diese Kante wirklich schön glatt schleifen und auf jeden Fall eine Horneinlage noch reinmachen. Dann wollen wir sie jetzt mal einölen, weil ich finde, das sieht so gut aus mit dem Ast hier drin. Wir verwenden wieder das Danish Oil, mein Lieblingsöl. Das macht das Holz auch nochmal richtig dunkel. Boah, sieht das geil aus. Junge. So ein schönes Holz. Guckt euch das mal an. Boah, fett. Die wird richtig schick. Tja, da muss ich wohl noch irgendwie einen Stopper einbauen. So, hab noch schnell einen Stopper eingebaut. Und zwar blockiert jetzt dieser Nagel in so einer Nut hier drin den Abzug vom nach zu weit nach unten gehen.
passt rein. So, andere Seite. Hier draus flexe ich mir jetzt einen Pfeilniederhalter. Hätten wir das auch geklärt? Da fällt mir gerade auf. Ich habe gar keinen Steigbügel. Und ohne Steigbügel lässt die sich nicht spannen. Nur eine ganz kleine Nut vorgefertigt. Aber mit der Heizpistole wird das so heiß. Soll ich das mal lieber noch schweißen? Naja, ich bleib beim Holz. Für mich langt's. Alter. Ah, gute Sicherung. Alles auf Band. Na, die wirft ein bisschen links immer. Alter. Ey, geht gar nicht. Zieh das mal rein, komm mal her. Das ist übelst festes Zeug, ey. Ah, ja, hat sich schön, schön reingebohrt. Lass mal so rum. Shit. Der hat sich eingeklemmt. Ja, auch sehr lang die Federn. So, was haben wir jetzt hier? Kuba. Das wird das 0,8, 1 mm, 0,8er. Echt jetzt? Ja. So. Ey, aber sowas von, ey.
Hey, das ist krass. Das ist ein ganz normaler, also es ist eigentlich ein leichter Bogen, ne? Sieht auf jeden Fall gut aus. Oh, ein bisschen scharf stellen, da sieht das schon ganz schick aus hier. Ja, also wie im Wilden Westen. Hoi, hoi, hoi. My lovely Mr. Singing Club. Ich sag euch, ey, also ich habe echt Respekt vor dem Ding. Jetzt wisst ihr auch, warum das so reglementiert ist mit dem Schießen. Also ihr braucht ein Privatgelände, das muss befriedet sein. Die Armbrust ist eine Waffe. Die muss als Waffe geführt werden. Aber der Handel, die Produktion und der Besitz ist halt frei ab 18. Ja. Wenn sich dann so Leute im Wald verstecken und Polizisten entwaffnen, das finde ich alles nicht gut. Deswegen lasst uns doch unsere Armbrusten und unseren Sport. Sonst gibt es dann irgendwann so scharfe Waffengesetze, dass wir hier nicht mal mehr Armbrusten besitzen dürfen. Lasst uns unseren Sport machen. Geht mit den Sachen ordentlich um. Und vor allem entwaffnet keine Polizisten. Ey, was soll der Scheiß, ey, echt? Ich fand den Film Rambo auch cool, aber ey, Alter, man muss doch mal... Was ist da los im Kopf? Okay, alles klar. Macht's gut, viel Spaß, euer Bogenbauer. I'm a boy, but 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 I'm a boy, but